Die Spaßmaschinerie im Herzen von Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang. Brot und Spiele für ein eingesperrtes Volk. Jeden Abend drängen sich die Massen im Kaesŏn-Yuwonye, einem der 28 Vergnügungsparks in Nordkorea. Der Despot, Marschall Kim Jong-un, hat seinen Landeskindern Spaß verordnet. Hier als Ordnerin arbeiten zu dürfen, empfindet An Jong-soo als Privileg. Unser großer General und geliebter Marschall Kim Jong-un hat uns diesen Vergnügungspark geschenkt, damit sich das Volk von der täglichen Arbeit oder dem Studium erholen kann und am nächsten Tag bereit ist, wieder eine gute Leistung zu erbringen. Da unser Volk, wie man sieht, ein so glückliches Leben genießt, ist unser System offensichtlich das Beste der Welt. Seit 60 Jahren wird den Nordkoreanern eingetrichtert, ihr Land sei das glücklichste der Welt. Daran zu zweifeln ist verboten. Nordkorea ist aus unserer Zeit gefallen, weil der Staatsgründer Kim Il-sung Christi Geburtstag durch seinen eigenen für den Beginn des Kalenders ersetzt hat, leben die 24 Millionen Einwohner im Jahr 102. Der große Vater der Nation ist über seinen Tod hinaus offiziell noch der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Korea. In einer Einheit mit seinem Sohn, dem geliebten Führer Kim Jong-il, ist der ewige Führer mit über 30.000 Statuen und doppelt so vielen Bildern als Ikone allgegenwärtig. Der dritte in der Dynastie, Marschall Kim Jong-un, will erst nach Ablauf der Trauerzeit um seinen Vater abgebildet werden. Mitarbeiter des Kulturministeriums haben den Auftrag, uns nie aus den Augen zu verlieren. Ausländische Journalisten sind im Überwachungsstaat Nordkorea unerwünscht. Erst nach Monaten erhalten wir eine der seltenen Drehgenehmigungen. Keinen Schritt dürfen wir außerhalb der vom Ministerium festgelegten Route machen. Nicht einmal einen Spaziergang ohne Begleitung. Selbst hier in Pjöngjang, wo ihre Familien leben, ziehen die Aufpasser in unsere Hoteletage ein. Das sollen wir drehen. Das Lichterspiel der aufpolierten Innenstadt, das der Welt Modernität präsentieren soll. Und das dürfen wir nur mit Sondergenehmigung drehen. Das Freizeitcenter Gold Lane. Brot und Spiele für die alte und die neue Elite. Mitglieder der Nomenklatura und Geschäftsleute, die durch Handel, manchmal auch durch Schmuggel mit China, über Devisen verfügen und, etwa für eine französische Gesichtscreme, umgerechnet 140 Euro hinblättern. Allerdings, die Privilegierten dürfen nur mit Spielgeld zocken und den Gewinn allein im staatlichen Geschäft des Gold Lane ausgeben, während ausrangierte Kugeln des Erzfeindes USA auf der Bowlingbahn rollen. Brot und Spiele im neuen Glaspalast der Volkseisbahn. Sie soll die Dankbarkeit gegenüber dem Führer erhöhen. Sportler, so habe der junge Diktator verkündet, gehören nicht hierher. Diese Eisbahn stehe allein im Dienste des arbeitenden Volkes. Alle Interviewpartner wurden von unseren Aufpassern ausgesucht. So wie auch die Eislauflehrerin Park Geum-ji. Gefällt Ihnen unsere Volkseisbahn? Wie Sie sehen, fahren jetzt schon fast alle wie die Profis. Nach einem intensiven Arbeitstag wird man hier klar im Kopf und körperlich gestärkt, so dass man sich erfrischt weiter auf die Aufgabe der Revolution konzentrieren kann. Auf unserer Volkseisbahn ist sogar mein größter Wunsch in Erfüllung gegangen, dem geliebten Marschall zu begegnen. Mein Herz hat wie wild geklopft, als ich ihm meine Eislaufkunst aufführen durfte. Und ich konnte kaum glauben, dass ich ihm wirklich begegnet bin. Es war alles wie im Märchen. Dann beim Erinnerungsfoto habe ich mir sogar seinen Arm gegriffen und mich bei ihm eingehakt. Um sicher zu gehen, dass es kein Traum ist, habe ich vorsichtig seine Kleidung befühlt. Das
Ich habe noch nie im Ausland gelebt, aber wer weiß. Auf jeden Fall gibt es in dem Land, in dem ich lebe, nichts, was mir fehlt. Mein Land ist das Beste. Ein Land, das sich wie kein anderes von der Welt abschottet. Wie in einen Wahn nationaler Größe eingekapselt, leben die Nordkoreaner ohne Kontakt zur Außenwelt und Zugang zum Internet. Mit Propagandaliedern dauerbeschallt, von der Parteipresse manipuliert und unter engmaschiger Überwachung. Das repressive Regime hat die Bevölkerung nach Herkunft und Verhältnis zum System in 3 Kasten und 51 Untergruppen eingeteilt. Aufstiegschancen und Wohnsitz jedes einzelnen Bürgers werden danach bestimmt. Nur die loyalsten Genossen der Kernklasse, meist Parteimitglieder, Kriegshelden, treue Arbeiter, dürfen in der Hauptstadt mit ihrem hohen Lebensstandard wohnen. Das Läuten von Mobiltelefonen ist heute die Straßenmusik von Pjöngjang. 2 Millionen Anschlüsse, allerdings nur für Inlandsgespräche, sind bereits angemeldet. Und hunderte von Autos, vom Mercedes bis zum Eigenbau Frieden, hupen im Stau auf den noch bis vor kurzem stillen Straßen. Ein kultureller Wandel ist dennoch fern. Verehrungsritual am Gründungstag der Partei der Arbeit. 6 Jahrzehnte Isolation und Indoktrinierung haben die Bevölkerung in eine riesige Sekte verwandelt. Epizentrum des nationalistischen Führerkults ist das Mansudae-Monument. Sozialismus ist nur die Verpackung dieses Systems, das auf der konfuzianischen Familientradition basiert. Wie ein Patriarch seinen Kindern, so gibt der ewige Führer seinen Untertanen Halt innerhalb der Großfamilie Nordkorea. Ihre Bindung zu ihm soll noch stärker sein als die zu ihren eigenen Eltern. Er ist erleuchtet, er ist unfehlbar, er ist allwissend, gottgleich. Dem Führer haben die Nordkoreaner bedingungslos zu gehorchen. Das Volk ist der Körper und er das Gehirn der Nation. Überall lauern Spitzel. Es ist strafbar, auf Fotos Füße und Kopf der Statuen abzuschneiden und sie von hinten aufzunehmen. Ebenso wie sich nicht ausreichend tief, ehrfürchtig und lange zu verbeugen. Juche, Eigenständigkeit, heißt die Heilslehre des nordkoreanischen Systems. Sie propagiert die Verteidigung der nationalen Ehre und Souveränität. Balsam auf die Seele eines lange unterdrückten Volkes. Uniformität innen wie außen. Maximal 5 cm lang an der Schädeldecke dürfen die Haare der nordkoreanischen Genossen sein. Und bei Älteren maximal 7, um nicht als konterrevolutionär und westlich dekadent zu gelten. Darauf achtet die Leiterin vom Tanggang Won-Salon Ri In-Soon. Bei uns gibt es beim Herrenfriseur gewöhnlich diese Schnitte. Kurze Haare, längere Haare. Doch Nordkoreaner allgemein tragen ihre Haare möglichst kurz, sodass man schön gepflegt und sauber aussieht. Uns Nordkoreanern sind unordentliche Haare zuwider. Wir mögen den adretten Stil und dazu passen eben keine wilden Haare. Nur die Frisur, die einen frischen und leidenschaftlichen Geist ausdrückt, die lieben die Leute. Deshalb nennt man uns auch das weiße Volk. Und dabei steigt das Interesse an Schönheit mehr und mehr. Denn wir wollen immer kultivierter und gepflegter aussehen. 27 Jahre schon arbeitet die Meisterfriseurin Ri Hui-ran im Schönheitssalon. Nach einem gelungenen, produktiven Tag herzukommen, um sich zu pflegen, gilt für die nordkoreanische Frau als Tugend. Mein Wunsch? Die Haare der vom großen Marschall geschätzten und geliebten Frauen, die ja die Räder der Revolution vorwärts schieben, so hübsch zu frisieren, dass der große Marschall stolz auf sie ist. Nach dem obligatorischen andächtigen Tribut an den Führerstatuen
Volksfest im Moranbong Park. Gesang und Feste fördert das Regime als Ventil und sozialen Kitt, solange sie Juche-konform sind. Westliche oder südkoreanische Musik zu hören, kann sogar zu einer Strafe in einem Arbeitslager führen. Jedes Jahr kommt die Diplomatenfamilie Kwon am Stadthügel zum traditionellen Picknick zusammen. Als wohlhabende Städter können sie sich zusätzlich zum staatlichen Verteilungssystem auf kleinen privaten Märkten versorgen. Mag sein, dass wir heute noch nicht so weit sind, aber bald werden wir das beste Land der Welt sein, da bin ich mir sicher. Denn Volk und Marshall sind zu einem Herz und einer Seele zusammengewachsen. Wenn er befiehlt, opfern wir uns sofort, ohne zu zögern, für den Fortschritt unseres Vaterlandes. So viel Leidenschaft tragen wir in uns und die treibt uns voran. Wir werden noch das erste und beste Land der Welt. Zur Zeit vom Marsch des Leidens, der Hungersnot, konnten wir nicht mal ein Bonbon essen. So sind wir aufgewachsen. Aber in Zukunft werden wir sicher nicht nur Bonbons, sondern alles zum Leben bekommen. Der Führer unseres Landes besichtigt sogar die Kindergärten und begutachtet dabei Kinderbetten und Spielzeug, Stück für Stück. Auf der ganzen Welt gibt es keinen Führer wie ihn, auch nicht in der gesamten Menschheitsgeschichte. Das bedeutet, dass er auch die kleinen Kinder als wichtig erachtet. Denn unsere Kinder haben eine große Zukunft vor sich. Als Erzieherin weiß ich, dass unsere Kinder, die gerade erst geboren sind, schon die glücklichsten Menschen auf der Welt sind. Auch wenn man von anderen Kindern sagt, sie seien glücklich. Sie sind nicht mit unseren Kindern zu vergleichen. Kommen Sie in ein paar Jahren noch mal her. Dann werden Sie sehen. Die Realität heute? Stromausfall wieder einmal. Schlangen an den Haltestellen. Bilder, die wir beim Verlassen der Hauptstadt heimlich drehen. Jeder nordkoreanische Bürger, der von seinem Wohnbezirk in einen anderen reisen möchte, benötigt eine Sondergenehmigung. Wir brauchen eine für jedes Drehmotiv auf unserer zweiwöchigen Reise. Dutzende mehrfach abgestempelte Papiere müssen unsere Aufpasser den lokalen Behörden jedes Mal vorlegen. Die Aktentasche lassen sie nicht eine Sekunde aus den Augen. Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Solche Bilder sind unseren Aufpassern peinlich. Treibstoffmangel lähmt auf dem Land jeden Verkehr. Auch die Handarbeit der sogenannten Freiwilligen für das Voranschreiten der Revolution sollten wir nicht drehen. Das könnte rückständig wirken. Was wir tatsächlich nicht festhalten konnten, die zahllosen militärischen Checkpoints auf dem Weg in die erstarrte Welt der Provinz. Neben ausgelaugten oder erodierten Böden, Dünger- und Pestizidmangel ist die unzureichende Mechanisierung ein Hauptgrund für schwache Ernten. Tolima, 1000-Meilen-Pferd heißen die nordkoreanischen Traktoren. Doch davon gibt es selbst in der Modellreiskooperative von Sariwon, knapp 60 Kilometer südlich von Pyongyang, nur wenige. Ich übernehme die Verantwortung für den Reistopf des Landes und mache dem General damit eine Freude. Wir sind eine vorbildliche Einheit der Mechanisierung und können dem General berichten, dass wir im Jahr entsprechend seinen Anweisungen 10 Tonnen Reis pro Hektar ernten. Wenn es stimmt, ist das eine glückliche Ausnahme der Planwirtschaft. Denn nach wie vor ächzen die Kooperativen unter unerfüllbaren Vorgaben und korrupten Kadern, die Teile der Ernte abzweigen. Hunderttausende Menschen starben in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, als Überschwemmungen und vor allem Misswirtschaft eine Hungerkatastrophe auslösten. Heute gibt es nur noch in wenigen Regionen mangelernährte Kinder, weil die Bauern inzwischen Hausgärten bepflanzen und auf Märkten Überschüsse verkaufen dürfen. So auch die 62 Jahre alte Kim Thun-Ae.
Es gibt nichts auf der Welt, worum wir andere beneiden. Wir leben in einem sehr guten Haus, ohne etwas zu bezahlen. Und weil ich und mein Mann fleißige Arbeiter waren, bekommt jeder vom Staat 600 Gramm Reis pro Tag. Ich war sehr stolz darauf, als Hebamme Kinder auf die Welt zu bringen, die später Wissenschaftler und Helden werden sollten. Und nachdem ich meinem Mann hierher gefolgt bin, wurde ich zur stolzen Bäuerin, die den Reistopf des Landes füllt. Heute bekomme ich Unterhalt vom Staat als verdienstvolle Person. Reis gab es während der Hungerperiode nur in den Schüsseln von Parteikadern. Auf dem Esstisch waren Klebreiskuchen, gedämpfte Reisbällchen, süße Bohnenpaste und sogar Fleisch. Ihre Enkel sollen an das Schlafenland Nordkorea glauben. Doch das Hungertrauma lebt weiter. Und auch das Imperialistenfeindbild, das dem Regime als Sündenbock dient. In den 90er Jahren, zur Zeit vom Marsch des Leidens, haben wir unter der Verschwörung der Amerikaner, die uns mit einer Lebensmittelblockade bedroht hatten, so sehr gelitten und gehungert. Doch schließlich, in der inneren Überzeugung, vereint zu siegen, wenn unser General bei uns ist, haben wir die große Not überstanden. So haben wir es geschafft, weil der General und das ganze Volk, wir alle, zu einer einzigen Familie geworden waren. Ich will eine fleißige Wissenschaftlerin werden, die dem Marschall Respekt entgegenbringt. Unserem Marschall wünsche ich, dass er lange gesund bleibt. Du Blödkopf. An dem Tag, als der geliebte General unser Haus betrat, fühlte ich mich, als ob ich meinen leiblichen Vater getroffen hätte, der seine verheiratete Tochter zu Hause besuchte. Der General lobte, dass ich und mein Mann das Haus schön eingerichtet haben und war sehr erfreut. Er erkundigte sich auch nach der Methangasanlage, äußerte sich positiv über unser Türschild und besichtigte sogar den Hasenkäfig. Der geliebte General hat mich gefragt, ob der Fernseher gut laufe. Dann sagte er, also du als Bauer schaust jeden Tag Fernsehen, und lachte sehr herzhaft. Hoch lebe unsere menschenliebende Partei. Ohne hier zu drehen, dürfen wir nicht weiterfahren. Das Museum der Modellkooperative. Wie Reliquien sind Objekte verwahrt, die der ewige Führer und der geliebte Führer bei ihren Besuchen berührt haben. Oder auf denen sich des Führers Blick im Laden der Kooperative gesenkt hatte. Militärlastwagen, mit Holzvergaser angetrieben. Auch ein Tabu für unsere Kamera. Auf nächtlichen Satellitenbildern ist Nordkorea ein schwarzes Loch. Bedrohung durch Armut, Krieg und Unglück. Im Alltag soll der Juche-Glauben Zuversicht und Motivation bieten und möglichen Unmut eindämmen. Dennoch fliehen jährlich tausende Nordkoreaner über die chinesische Grenze. Und es werden immer mehr. Als heiliges Land des Juche-Gläubigen erstreckt sich im Südosten das Kumgangsan, das Diamantgebirge. Seelenlandschaft aller Koreaner, hart und lieblich zugleich, wie sie sich selbst sehen. Lang lebe die Juche-Ideologie. Unser Ziel ist hoch. Weisheiten des erleuchteten Führers sind überall im Granit verewigt. Wallfahrt als Prämie für loyale Bürger, wie die Mitglieder dieser Brigade aus Pyongyang. An den Gipfeln des Kumgangsan kulminiert das Nationalgefühl der Nordkoreaner. Jahrzehntelang wurde ihr Land von China dominiert und zuletzt von Japan kolonisiert. Heute stillt das Gebirge die Sehnsucht nach einer starken, unabhängigen Nation. Eine Sehnsucht, die von der Juche-Ideologie und ihrem Streben nach Autarkie gestützt wird. Damals haben die Japaner hier in unseren Bergen nach wertvollen Bodenschätzen gegraben. Doch unser Führer wollte das nicht und hat den Bergbau abgeschafft, um dem Volk sein Kumgangsan zurückzugeben. Als ich das vorhin vom Genossen Reiseführer hörte, war ich so ergriffen.
Wir, die einfachen Arbeiter, dürfen ganz ohne Sorgen ums Geld das Kungongsan besichtigen, was früher ja nur den Reichen vergönnt war. So etwas wäre in kapitalistischen Ländern undenkbar. Weltweit sind wir doch die Einzigen, die sich zielbewusst an den Sozialismus halten. Wenn wir wiedervereinigt sind, wird das koreanische Volk vom Norden und vom Süden am Kungangsan zusammenkommen. Das Kumgangsan ist emotionsgeladenes Gestein. Hier an der Grenze zu Südkorea dürfen sich seit 1985 Mitglieder von im Krieg auseinandergerissenen Familien treffen. Wiedervereinigung für ein paar Stunden. Bis ans Japanische Meer reicht das Kumgangsan. Die Idylle trügt. Gerade die Gewässer dieses Grenzgebiets sind immer wieder Schauplatz von Scharmützeln zwischen Nord- und Südkorea. Eine Wiedervereinigung scheint noch fern. China will das nordkoreanische Regime als Puffer zum US-nahen Südkorea am Leben halten. Südkorea fürchtet sich vor den Kosten einer Wiedervereinigung. Jahrhundertelang war das Kumgangsan auch ein Hort des Buddhismus. Von den ehemals 40 Klöstern ist nur das Shingeisa geblieben. Ein Kloster der Täuschung. Denn der nordkoreanische Führerkult duldet keinen weiteren Glauben neben sich. Christen werden rigoros verfolgt, Buddhisten als feindlich eingestuft. Nur einige ihrer Klöster werden als nationales Kulturerbe erhalten. Kim Tong-gin ist der jüngere der zwei Mönche in diesem 500 Jahre alten Kloster. Der große Führer hat allen Nordkoreanern Glaubensfreiheit garantiert und das sogar in einem speziellen Paragraphen der Verfassung drucken lassen. Daher können auch wir Buddhisten unseren Glauben bewahren und danach leben. Paragraph 18. Doch nach dem jüngsten UN-Report gab es Fälle, in denen allein der Besitz einer Bibel zu Folter und sogar zu Deportation führte. Es gibt schon Gemeinsamkeiten zwischen Buddhismus und Juche-Ideologie. Den Menschen von Schmerzen zu befreien, das irdische Paradies zu errichten, das Verhindern von Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, das Vermeiden von Leid durch Invasionen und Kriege. Unsere starke Armee ist doch nur zum Schutz da, denn die Amerikaner wollen ja jeden Tag über uns herfallen. Ja, die wollen uns auffressen. Der weltweite Imperialismus will uns verschlingen, aber die Volksarmee wird uns verteidigen. Ist das anstrengend. Mir tut schon die Hüfte vom Stehen weh. Schluss jetzt. Auf der Autobahn Richtung Südgrenze passieren wir immer mehr Panzersperren. Seit dem Waffenstillstand 1953 befindet sich Nordkorea noch immer offiziell im Krieg mit dem Süden. Wieder ein militärischer Checkpoint. Südkorea. Am 38. Breitengrad lebt der Kalte Krieg fort. Vor uns erstreckt sich ein 4 Kilometer breiter Korridor, die demilitarisierte Zone. Er hat die Aufgabe, ausländischen Besuchern die nordkoreanische Sicht zu erläutern. Kim Chang-jun, Oberst der Streitkräfte. Die Südkoreaner wollen Sie, unsere Gäste, wohl nicht willkommen heißen. Denn sie antworten mit Geschützfeuer, wie Sie gerade gehört haben. Im Moment führen Südkorea und Amerika wieder einmal gemeinsame Militärübungen durch. Die provozieren uns vor unserer Haustür. Amerika hat uns doch gezwungen, Atomwaffen zu entwickeln. Und dadurch ist unser kleines Land auf einmal so groß und weltbekannt geworden.
Doch wir haben nie einen Pfeil gegen Amerika geschossen. Warum wollen uns die mächtigen Länder verschlingen? Wir sind doch ein unschuldiges Volk. Nach Zeugenaussagen vor einem UN-Ausschuss quälen sich an die 120.000 Gefangene in nordkoreanischen Straflagern, die man auf Satellitenbildern erkennen kann. Alles absurde Vorwürfe. Wie kann es sein, dass Menschen in Nordkorea unterdrückt werden? Ich, die Kinder, die jungen Leute bis hin zu den Alten, wir alle sind von unserer Tyche-Ideologie überzeugt und können nicht ohne sie leben. Tyche ist mir und uns allen längst in Fleisch und Blut übergegangen. Im Namen der Juche-Ideologie steht über die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung unter Waffen. 4, 8, sogar 10 Jahre lang dauert der Wehrdienst. Ein Viertel des Bruttosozialprodukts fließt in die Streitkräfte. Der höchste Anteil weltweit. Gleichzeitig ist die Armee rückständig wie in kaum einem anderen Land. Einzig das atomare Programm hat modernes Niveau erreicht. Nach der Songun-Doktrin, Militär zuerst, haben die Belange der Streitkräfte Vorrang vor allem anderen im Staat. Eines unserer Bücher über Nordkorea ist in die Hände von Delegationsleiter Totol Yang gelangt. Ich bin mit diesem Buch nicht einverstanden. Wir verteidigen doch nur unser Land. Hätten wir keinen Zugang zu Nuklearwaffen, würden die USA und ihre Alliierten leicht einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel anzetteln. Und das könnte sogar in einem dritten Weltkrieg enden. In diesem Falle würden viele Menschen... Dem Regime ist es gelungen, die Bevölkerung glauben zu lassen, ihr kleines Land sei vom Rest der Welt bedroht. Das stärkt den Zusammenhalt mit dem väterlichen Führer. Schon im Kindergarten beginnt der Drill. Bis 5 Stunden täglich müssen die musisch begabten Jüngsten in Talentschmieden üben. So wie hier im Musterkindergarten der nordwestlichen Stadt Sinŭiju, wo Juche allen Einflüssen der Außenwelt trotzen und in der Zukunftsgeneration fortleben soll. Sogar jedes Wort der 72-jährigen Juche-treuen Direktorin Kim Ok-son wird von 2 zusätzlichen lokalen Aufpassern protokolliert. Meine armen Eltern konnten sich nicht um mich kümmern. Aber der Führer und der General haben mich großgezogen. Der große General hat mir sogar zu meinem 60. Geburtstag ein Fest ausgerichtet. Lieber großer General, herzlichsten Dank für dieses Geschenk. Obwohl ich nichts Großes geleistet habe, noch leidenschaftlicher werde ich die Bildung und die Talente der Kinder fördern und für Sie, mein General, nur ein Grund zur Freude sein. Während der japanischen Besatzung war das Leben so hart, dass ich nicht einmal zur Schule gehen konnte. Wie die Knechte mussten meine Eltern für eine japanische Familie schuften. Besonders bei den Kleinsten wird der alte Hass am Leben gehalten. Gegen die Verlockungen des Westens. Wer wollte unser Land auffressen? Japaner und Amerikaner. Also nicht nur die Japaner, sondern auch die Amerikaner haben den Krieg angefangen, um unser Land aufzufressen. Und was haben sie mit unserem schönen Land gemacht? Es zweigeteilt. Richtig. Die Amerikaner haben unser glücklich und in Frieden lebendes Land zweigeteilt. Also was für Kerle sind das? Das sind böse Kerle. Das sind böse Kerle und gleichzeitig unsere Feinde. Was sollen wir mit diesen Schuften machen? Sie verhauen. Doch die eigentliche Bedrohung für das Regime kommt heute leise.
Nicht so sehr von atomaren Sprengköpfen aus dem Süden, sondern aus dem Norden, von Grenzregionen wie der zukünftigen Sonderwirtschaftszone Sinŭiju. Schon längst sickert hier die Außenwelt über China ein. Streng verbotene Aufnahmen. Händler, die über die alte Eisenbahnbrücke zwischen Sinŭiju und der chinesischen Stadt Dandong verkehren. Mit den Händlern schleicht sich die subtilste Gefahr ins Land. Geschmuggelte DVDs, CDs, USB-Datensticks, Mini-Weltempfänger und digitale Bücher und Zeitungen, die das Informationsmonopol des Regimes aufweichen. Selbst ein monolithisches Bollwerk wie Nordkorea kann sich kaum gegen den unaufhaltsamen Strom von Waren und Gedanken abschotten. Täglich 50.000 Menschen, 20.000 Fahrzeuge und tausende Tonnen Waren sollen nach Prognosen die Hängebrücke über den Yalu-Fluss passieren. Zugleich werden immer mehr Schmuggler mithilfe korrupter Militärs die 1.400 Kilometer lange Grenze zur Volksrepublik China durchlöchern. Und ebenso immer mehr illegale nordkoreanische Arbeitsmigranten. Ein weiterer Grenzaustausch, über den die Außenwelt nach Sinŭiju durchdringt, Tagestouristen aus China. Ich wohne nur auf der anderen Flussseite. Es ist ganz einfach für uns herzukommen. Verglichen zu China sieht hier alles sehr sauber aus. Und es laufen nicht so viele Menschen auf den Straßen. Das ist, finde ich, der größte Unterschied. In Nordkorea sehen die Chinesen sich selbst vor 20 Jahren. Und die Nordkoreaner bekommen vor Augen geführt, dass ihnen materiell vielleicht etwas fehlt. Ähnlich geht es ihnen, wenn sie einen streng verbotenen, über China geschmuggelten Film aus Südkorea sehen. Sie staunen und Zweifel am Juche-System kommen auf. Bald werden über die Versorgungslinie zwischen Sinŭiju und dem 170 Kilometer entfernten Pyongyang hunderte von Lastwagen täglich rollen. Gerade die aufstrebende Händlerelite könnte eine graduelle Öffnung von innen auslösen. Händler brauchen Freiraum für ihre Geschäfte und sie werden von der Gunst des Regimes immer unabhängiger, weil sie über eigene Aufstiegschancen verfügen und immer weniger auf Privilegien sowie Posten im Verwaltungs- und Militärapparat angewiesen sind. Das Regime fördert diese Elite, die mit begehrten Waren die städtische Mittelklasse versorgt, als Teil der Brot- und Spielepolitik. Die staatliche Industrieproduktion verharrt dagegen weiterhin in den Zwängen der Planwirtschaft. So wie die Textilfabrik Thongyo. Doch langsam keimt auch hier der Wandel. Immer häufiger werden Stoffe aus China importiert, zu Unterwäsche oder Sportkleidung verarbeitet und dorthin zurückgesandt. Von den 1.100 Arbeiterinnen der Fabrik wurde die 24-jährige Ri Huiran als die effizienteste ausgezeichnet. Ich bin noch jung und junge Menschen kennen ja keine Erschöpfung, auch wenn sie viel arbeiten. Außerdem arbeite ich für die Verbesserung des Volkswohls und bei dem Gedanken werde ich nicht müde, sondern noch motivierter. Gerade um für das Leben des Volkes meinen Beitrag zu leisten, habe ich mich für diese Arbeit entschieden. An dem Tag, an dem der Marschall unsere Fabrik besuchen wird, möchte ich ihm große Freude schenken. Das ist meine stärkste Hoffnung, mein innigster Wunsch. Erst wenn der geliebte Marschall mit der Arbeit hier zufrieden ist, werde ich mich um Heirat und mein privates Glück kümmern. Zaghaft versucht das Regime, den Spagat zwischen Plan und kontrollierter Marktwirtschaft zu vollziehen. 13 neue Sonderwirtschaftszonen sollen entstehen. Damit kann China auf noch billigere Arbeitskräfte als im eigenen Land zugreifen und Nordkorea Rohstoffe abkaufen, die dem Regime Devisen bringen. Seit dem Zerfall der Sowjetunion und dem internationalen Embargo hält der Riesennachbar Nordkorea am Leben. Über Joint Ventures bemüht sich das Handelsministerium um mehr Selbstständigkeit. Doch den meisten ausländischen Investoren ist das Terrain zu heikel. Statt der Garantien eines Rechtsstaates herrschen nach wie vor Intransparenz und Willkür. Außerdem droht westlichen Firmen ein Imageschaden. Ehre, Fackel oder Kriegssieg heißen die Stationen der U-Bahn von Pyongyang.
Bis zu 100 Meter unter der Erde verläuft das Tunnelsystem, auf dessen Schienen Berliner Züge fahren. Es soll im Falle eines Krieges auch als Bunker dienen. Doch selbst in Friedenszeiten muss sich jeder Einzelne einbunkern, um nicht in die Maschen des Spitzesystems zu geraten. Denunzieren, auch innerhalb der eigenen Familie, ist Bürgerpflicht. Wer es versäumt, wird selbst bestraft. Und mit ihm seine gesamte Familie, so wie es die Juche-Doktrin vorschreibt. Klassenfeinde müssen über 3 Generationen hinweg ausgerottet werden. 18 konterrevolutionäre Verhaltensweisen zählt eine Liste auf. Hat jemand das Abbild des Führers auch nur aus Versehen beschädigt, etwa beim Verpacken in der Propagandazeitung, kann er als politisch Subversiver im Arbeitslager enden. In die Berge geschickt, sagt man, wenn wieder jemand verschwunden ist. Selbst in den modernen Wohntürmen dürfen Blockwarte jederzeit, auch nachts und auch nur auf Verdacht, in die Wohnungen eindringen. Wir sind aufgefordert, hier in einem Vorzeigeapartment den Juche-Wohlstand zu bewundern. Tibok, Vater arbeitet hart zur Freude des geliebten Marschalls. Sei du auch schön fleißig. Und weil du heute so gut in der Schule warst, soll ich dir dein Leibgericht Blutwurstsuppe kochen? Als Prämie für revolutionstreues Verhalten durfte To Il-Thon ein 3-Zimmer-Apartment beziehen. Zusammen mit der Familie ihrer Tochter Antje Yong, deren Mann, wird uns gesagt, gerade Freiwilligenarbeit auf dem Land ableiste. Dass wir Heizung, Gas und fließendes Wasser haben, macht das Leben sehr bequem. Es ist eine solche Freude, dass wir diese komfortable Wohnung bekommen haben. Uns fehlt ja nichts. Und weil meine Familie so gut für mich sorgt, esse ich immer lecker, sodass die Leute nun zu mir sagen, ich sehe plötzlich jünger aus. Meine Augen brennen vom Zwiebelschneiden. Ein Musterkühlschrank, eine Musterfamilie, eine Musterwohnung. Und doch eine nicht so mustergültige Wasserversorgung. Kleines Versehen bei der Inszenierung vom Juche-Wohlstand. Auf den Privatmärkten kostet ein Kilo Rindfleisch 5 bis 10% eines Monatslohns, wie ihn Antje Yong als Strickerin und ihr Mann als Fahrer verdienen. Banane, Banane. Soll ich dir eine Banane geben? Sitz aufrecht und iss schön, Tibok. Und wasch dir die Hände. Wohl ein zweites Versehen in der Inszenierung vom Juche-Wohlstand. Panik bei den Aufpassern. Helfen Sie ihm doch. Umgerechnet 12 Euro kostet ein Kilo Bananen. Über 5% eines Monatslohns. Lass es dir schmecken. Du bist bestimmt hungrig. Schmeckt's? Hat dir die Oma was ganz Leckeres gegeben? Wir verbringen unser Leben, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Wie Sie sehen, leben wir ganz sorgenfrei. Uns geht es richtig gut. Durch die Liebe unseres Marschalls sind wir zu Wohlstand gekommen. Jeden Monat versorgt er uns mit Eiern, Fleisch und Meeresprodukten. Tabogi, komm, wir wollen essen. Wie Sie sehen, genießen wir den Wohlstand des Sozialismus. Weil dir deine Mutter so viel Leckeres gekocht hat, sollst du weiter gut lernen, um ein aufrichtiger Mensch zu werden. Tabogi, iss ordentlich viel, aber trink vorher einen Schluck Wasser und trink mit der linken Hand. Hast du die Hausaufgaben gemacht? Tibok benutzt den Löffel. Nach dem Essen übst du noch die Lieder. Und Mund zu beim Kauen. Und schlürf nicht so laut. Bevor wir hergezogen sind, haben wir in einer 30 Quadratmeter großen Wohnung gelebt. Nun genießen wir hochzufrieden dieses 90 Quadratmeter große Luxus-Apartment des Sozialismus. Unsere Changyong-Straße ist ein Geschenk der Liebe unseres Vaters und Generals an das Volk zum 100. Geburtstag des großen Führers. Ob auch sie beim Tode des geliebten Führers am Massenweinen teilgenommen habe. Also diese Frage ist sehr unhöflich. Den Führer und damit unseren Vater zu verlieren, hat selbstverständlich in jedem Angehörigen unseres Volkes eine tiefe Traurigkeit ausgelöst. Wir alle haben getrauert.
Abendlicher Report über die Taten des unermüdlichen Marschalls. Jedes Mal werden seine Anweisungen auf Tafeln verewigt. Ich will ein Soldat der großartigen Volksarmee des Marschalls Kim Jong-un werden. Die Menschen in anderen Ländern mögen denken, dass wir nicht wohlhabend sind. Aber wir, das Volk, sind überzeugt, dass es uns gut geht, solange wir mit dem Marschall verschmolzen sind. Wir alle glauben fest daran, auch wir alten Menschen. Im Röngenaar-Delfinarium gipfelt die Brot- und Spielepolitik von Marschall Kim Jong-un. Durch eine 80 Kilometer lange Pipeline lässt er Seewasser aus dem Gelben Meer ins Flipperbassin pumpen. Eine Belohnung des Übervaters für die loyalen Landeskinder der Hauptstadt. Die Delfine selbst hat er ins Land geholt. Durch trickreiches Aushebeln des Embargos, das auch Luxuswaren betrifft. Eine Verhöhnung der internationalen Gemeinschaft. Die Genossen jubelten. Noch lässt sich das Volk dankbar ablenken. Am letzten Tag auf dem Weg nach Nordwesten begleitet uns auch Oh Jin-myung. Ein Mitarbeiter vom Kulturministerium, der in der DDR studiert hat. Kritik am Juche-System hält er für imperialistische Propaganda. Hier in Nordkorea, es gibt gar keinen Menschen, also der irgendwie unglücklich leben. Also Soziologie hat einen philosophischen Prinzip, in dem es heißt, der Mensch ist Herr über alles. Anders gesagt, die Volksmassen entscheidet alles. Und Präsident Kim Il-sung ist also Vater der koreanischen Nation. Und es kann keinen Mensch geben, der mal sagt, also ich verzichte mein Abzeichen. Solches ist kaum vorstellbar bei uns. Das ist ungewöhnlich. Es gab auch Geflieh, ne? So was man gesagt hat, dass es hier in Nordkorea gar keine Freiheit gibt und so weiter. Da haben sie unser Land also ganz, ganz exotisch beschrieben. Und erst dann können sie auch in diesem kapitalistischen Welt also überleben. Also sie haben für ihr dreckiges Leben haben sie diese Betrug gemacht. Solche Umerziehungslager, sowas, also kenne ich nicht. Sowas haben wir nicht. Das berüchtigte Lager Nummer 14 für politische Gefangene liegt in diesem Moment nicht einmal 30 Kilometer von uns entfernt. Weitere 70 Kilometer jeweils nach Osten und nach Norden befinden sich Lager 1 und Lager 18. Sollte es irgendwann zu einem Wandel kommen, wie lange wird es dann noch dauern, die Angst zu verlieren? Wie lange sich an Freiheit zu gewöhnen? Vorrang vor allem anderen im Staat. Eines unserer Bücher über Nordkorea ist in die Hände von Delegationsleiter Totol Yang gelangt. Ich bin mit diesem Buch nicht einverstanden. Wir verteidigen doch nur unser Land. Hätten wir keinen Zugang zu Nuklearwaffen, würden die USA und ihre Alliierten leicht einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel anzetteln. Und das könnte sogar in einem dritten Weltkrieg enden. In diesem Falle würden viele Menschen... Dem Regime ist es gelungen, die Bevölkerung glauben zu lassen, ihr kleines Land sei vom Rest der Welt bedroht. Das stärkt den Zusammenhalt mit dem väterlichen Führer. Schon im Kindergarten beginnt der Drill.
3 bis 5 Stunden täglich müssen die musisch begabten Jüngsten in Talentschmieden üben. So wie hier im Musterkindergarten der nordwestlichen Stadt Sinŭiju, wo Juche allen Einflüssen der Außenwelt trotzen und in der Zukunftsgeneration fortleben soll. Sogar jedes Wort der 72-jährigen Juche-treuen Direktorin Kim Ok-son wird von 2 zusätzlichen lokalen Aufpassern protokolliert. Meine armen Eltern konnten sich nicht um mich kümmern. Aber der Führer und der General haben mich großgezogen. Der große General hat mir sogar zu meinem 60. Geburtstag ein Fest ausgerichtet. Lieber großer General, herzlichsten Dank für dieses Geschenk. Obwohl ich nichts Großes geleistet habe, noch leidenschaftlicher werde ich die Bildung und die Talente der Kinder fördern und für Sie, mein General, nur ein Grund zur Freude sein. Während der japanischen Besatzung war das Leben so hart, dass ich nicht einmal zur Schule gehen konnte. Wie die Knechte mussten meine Eltern für eine japanische Familie schuften. Besonders bei den Kleinsten wird der alte Hass am Leben gehalten. Gegen die Verlockungen des Westens. Wer wollte unser Land auffressen? Japaner und Amerikaner. Also nicht nur die Japaner, sondern auch die Amerikaner haben den Krieg angefangen, um unser Land aufzufressen. Und was haben sie mit unserem schönen Land gemacht? Es zweigeteilt. Richtig. Die Amerikaner haben unser glücklich und in Frieden lebendes Land zweigeteilt. Also was für Kerle sind das? Das sind böse Kerle. Das sind böse Kerle und gleichzeitig unsere Feinde. Was sollen wir mit diesen Schuften machen? Sie verhauen. Doch die eigentliche Bedrohung für das Regime kommt heute leise. Nicht so sehr von atomaren Sprengköpfen aus dem Süden, sondern aus dem Norden, von Grenzregionen wie der zukünftigen Sonderwirtschaftszone Sinŭiju. Schon längst sickert hier die Außenwelt über China ein. Streng verbotene Aufnahmen. Händler, die über die alte Eisenbahnbrücke zwischen Sinŭiju und der chinesischen Stadt Dandong verkehren. Mit den Händlern schleicht sich die subtilste Gefahr ins Land. Geschmuggelte DVDs, CDs, USB-Datensticks, Mini-Weltempfänger und digitale Bücher und Zeitungen, die das Informationsmonopol des Regimes aufweichen. Selbst ein monolithisches Bollwerk wie Nordkorea kann sich kaum gegen den unaufhaltsamen Strom von Waren und Gedanken abschotten. Täglich 50.000 Menschen, 20.000 Fahrzeuge und tausende Tonnen Waren sollen nach Prognosen die Hängebrücke über den Yalu-Fluss passieren. Zugleich werden immer mehr Schmuggler mithilfe korrupter Militärs die 1.400 Kilometer lange Grenze zur Volksrepublik China durchlöchern. Und ebenso immer mehr illegale nordkoreanische Arbeitsmigranten. Ein weiterer Grenzaustausch, über den die Außenwelt nach Sinŭiju durchdringt. Tagestouristen aus China. Ich wohne nur auf der anderen Flussseite. Es ist ganz einfach für uns herzukommen. Verglichen zu China sieht hier alles sehr sauber aus. Und es laufen nicht so viele Menschen auf den Straßen. Das ist, finde ich, der größte Unterschied. In Nordkorea sehen die Chinesen sich selbst vor 20 Jahren. Und die Nordkoreaner bekommen vor Augen geführt, dass ihnen materiell vielleicht etwas fehlt. Ähnlich geht es ihnen, wenn sie einen streng verbotenen, über China geschmuggelten Film aus Südkorea sehen. Sie staunen und Zweifel am Juche-System kommen auf. Bald werden über die Versorgungslinie zwischen Sinŭiju und dem 170 Kilometer entfernten Pjöngjang hunderte von Lastwagen täglich rollen. Gerade die aufstrebende Händlerelite könnte eine graduelle Öffnung von innen auslösen. Händler brauchen Freiraum für ihre Geschäfte und sie werden von der Gunst des Regimes immer unabhängiger, weil sie über eigene Aufstiegschancen verfügen und immer weniger auf Privilegien sowie Posten im Verwaltungs- und Militärapparat angewiesen sind. Das Regime fördert diese Elite, die mit begehrten Waren die städtische Mittelklasse versorgt, als Teil der Brot- und Spielepolitik. Die staatliche Industrieproduktion verharrt dagegen weiterhin in den Zwängen der Planwirtschaft. So wie die heute stillt das Gebirge die Sehnsucht nach einer starken, unabhängigen Nation.
Eine Sehnsucht, die von der Juche-Ideologie und ihrem Streben nach Autarkie gestützt wird. Damals haben die Japaner hier in unseren Bergen nach wertvollen Bodenschätzen gegraben. Doch unser Führer wollte das nicht und hat den Bergbau abgeschafft, um dem Volk sein Kumgangsan zurückzugeben. Als ich das vorhin vom Genossen Reiseführer hörte, war ich so ergriffen. Wir, die einfachen Arbeiter, dürfen ganz ohne Sorgen ums Geld das Kumgangsan besichtigen, was früher ja nur den Reichen vergönnt war. So etwas wäre in kapitalistischen Ländern undenkbar. Weltweit sind wir doch die Einzigen, die sich zielbewusst an den Sozialismus halten. Wenn wir wiedervereinigt sind, wird das koreanische Volk vom Norden und vom Süden am Kumgangsan zusammenkommen. Das Kumgangsan ist emotionsgeladenes Gestein. Hier an der Grenze zu Südkorea dürfen sich seit 1985 Mitglieder von im Krieg auseinandergerissenen Familien treffen. Wiedervereinigung für ein paar Stunden. Bis ans Japanische Meer reicht das Kumgangsan. Die Idylle trügt. Gerade die Gewässer dieses Grenzgebiets sind immer wieder Schauplatz von Scharmützeln zwischen Nord- und Südkorea. Eine Wiedervereinigung scheint noch fern. China will das nordkoreanische Regime als Puffer zum US-nahen Südkorea am Leben halten. Südkorea fürchtet sich vor den Kosten einer Wiedervereinigung. Jahrhundertelang war das Kumgangsan auch ein Hort des Buddhismus. Von den ehemals 40 Klöstern ist nur das Shingeisa geblieben. Ein Kloster der Täuschung. Denn der nordkoreanische Führerkult duldet keinen weiteren Glauben neben sich. Christen werden rigoros verfolgt, Buddhisten als feindlich eingestuft. Nur einige ihrer Klöster werden als nationales Kulturerbe erhalten. Kim Tong-gin ist der jüngere der zwei Mönche in diesem 500 Jahre alten Kloster. Der große Führer hat allen Nordkoreanern Glaubensfreiheit garantiert und das sogar in einem speziellen Paragraphen der Verfassung drucken lassen. Daher können auch wir Buddhisten unseren Glauben bewahren und danach leben. Paragraph 18. Doch nach dem jüngsten UN-Report gab es Fälle, in denen allein der Besitz einer Bibel zu Folter und sogar zu Deportation führte. Es gibt schon Gemeinsamkeiten zwischen Buddhismus und Juche-Ideologie. Den Menschen von Schmerzen zu befreien, das irdische Paradies zu errichten, das Verhindern von Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, das Vermeiden von Leid durch Invasionen und Kriege. Unsere starke Armee ist doch nur zum Schutz da, denn die Amerikaner wollen ja jeden Tag über uns herfallen. Ja, die wollen uns auffressen. Der weltweite Imperialismus will uns verschlingen, aber die Volksarmee wird uns verteidigen. Ist das anstrengend. Mir tut schon die Hüfte vom Stehen weh. Schluss jetzt. Auf der Autobahn Richtung Südgrenze passieren wir immer mehr Panzersperren. Seit dem Waffenstillstand 1953 befindet sich Nordkorea noch immer offiziell im Krieg mit dem Süden. Wieder ein militärischer Checkpoint. Südkorea. Am 38. Breitengrad lebt der Kalte Krieg fort. Vor uns erstreckt sich ein 4 Kilometer breiter Korridor, die demilitarisierte Zone. Er hat die Aufgabe, ausländischen Besuchern die nordkoreanische Sicht zu erläutern. Kim Chang-jun, Oberst der Streitkräfte. Die Südkoreaner wollen Sie, unsere Gäste, wohl nicht willkommen heißen. Denn sie antworten mit Geschützfeuer, wie Sie gerade gehört haben. Im Moment führen Südkorea und Amerika wieder einmal gemeinsame Militärübungen durch. Die provozieren uns vor unserer Haustür.
Amerika hat uns doch gezwungen, Atomwaffen zu entwickeln. Und dadurch ist unser kleines Land auf einmal so groß und weltbekannt geworden. Doch wir haben nie einen Pfeil gegen Amerika geschossen. Warum wollen uns die mächtigen Länder verschlingen? Wir sind doch ein unschuldiges Volk. Nach Zeugenaussagen vor einem UN-Ausschuss quälen sich an die 120.000 Gefangene in nordkoreanischen Straflagern, die man auf Satellitenbildern erkennen kann. Alles absurde Vorwürfe. Wie kann es sein, dass Menschen in Nordkorea unterdrückt werden? Ich, die Kinder, die jungen Leute bis hin zu den Alten, wir alle sind von unserer Tyche-Ideologie überzeugt und können nicht ohne sie leben. Tyche ist mir und uns allen längst in Fleisch und Blut übergegangen. Im Namen der Juche-Ideologie steht über die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung unter Waffen. 4, 8, sogar 10 Jahre lang dauert der Wehrdienst. Ein Viertel des Bruttosozialprodukts fließt in die Streitkräfte. Der höchste Anteil weltweit. Gleichzeitig ist die Armee rückständig wie in kaum einem anderen Land. Einzig das atomare Programm hat modernes Niveau erreicht. Nach der Songun-Doktrin, Militär zuerst, haben die Belange der Streitkräfte... Die Spaßmaschinerie im Herzen von Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang. Brot und Spiele für ein eingesperrtes Volk. Jeden Abend drängen sich die Massen im Kaesŏn-Yuwonye, einem der 28 Vergnügungsparks in Nordkorea. Der Despot, Marschall Kim Jong-un, hat seinen Landeskindern Spaß verordnet. Hier als Ordnerin arbeiten zu dürfen, empfindet An Jong-su als Privileg. Unser großer General und geliebter Marschall Kim Jong-un hat uns diesen Vergnügungspark geschenkt, damit sich das Volk von der täglichen Arbeit oder dem Studium erholen kann und am nächsten Tag bereit ist, wieder eine gute Leistung zu erbringen. Da unser Volk, wie man sieht, ein so glückliches Leben genießt, ist unser System offensichtlich das Beste der Welt. Seit 60 Jahren wird den Nordkoreanern eingetrichtert, ihr Land sei das glücklichste der Welt. Daran zu zweifeln ist verboten. Nordkorea ist aus unserer Zeit gefallen, weil der Staatsgründer Kim Il-sung Christi Geburtstag durch seinen eigenen für den Beginn des Kalenders ersetzt hat, leben die 24 Millionen Einwohner im Jahr 102. Der große Vater der Nation ist über seinen Tod hinaus offiziell noch der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Korea. In einer Einheit mit seinem Sohn, dem geliebten Führer Kim Jong-il, ist der ewige Führer mit über 30.000 Statuen und doppelt so vielen Bildern als Ikone allgegenwärtig. Der dritte in der Dynastie, Marschall Kim Jong-un, will erst nach Ablauf der Trauerzeit um seinen Vater abgebildet werden. Mitarbeiter des Kulturministeriums haben den Auftrag, uns nie aus den Augen zu verlieren. Ausländische Journalisten sind im Überwachungsstaat Nordkorea unerwünscht. Erst nach Monaten erhalten wir eine der seltenen Drehgenehmigungen. Keinen Schritt dürfen wir außerhalb der vom Ministerium festgelegten Route machen. Nicht einmal einen Spaziergang ohne Begleitung. Selbst hier in Pjöngjang, wo ihre Familien leben, ziehen die Aufpasser in unsere Hoteletage ein. Das sollen wir drehen. Das Lichterspiel der aufpolierten Innenstadt, das der Welt Modernität präsentieren soll. Und das dürfen wir nur mit Sondergenehmigung drehen. Das Freizeitcenter Gold Lane. Brot und Spiele für die alte und die neue Elite. Mitglieder der Nomenklatura und Geschäftsleute, die durch Handel, manchmal auch durch Schmuggel mit China, über Devisen verfügen und, etwa für eine französische Gesichtscreme, umgerechnet 140 Euro hinblättern. Allerdings,
Die Privilegierten dürfen nur mit Spielgeld zocken und den Gewinn allein im staatlichen Geschäft des Gold Lane ausgeben, während ausrangierte Kugeln des Erzfeindes USA auf der Bowlingbahn rollen. Brot und Spiele im neuen Glaspalast der Volkseisbahn. Sie soll die Dankbarkeit gegenüber dem Führer erhöhen. Sportler, so habe der junge Diktator verkündet, gehören nicht hierher. Diese Eisbahn stehe allein im Dienste des arbeitenden Volkes. Alle Interviewpartner wurden von unseren Aufpassern ausgesucht. So wie auch die Eislauflehrerin Park Geum-ji. Gefällt Ihnen unsere Volkseisbahn? Wie Sie sehen, fahren jetzt schon fast alle wie die Profis. Nach einem intensiven Arbeitstag wird man hier klar im Kopf und körperlich gestärkt, so dass man sich erfrischt weiter auf die Aufgabe der Revolution konzentrieren kann. Auf unserer Volkseisbahn ist sogar mein größter Wunsch in Erfüllung gegangen, dem geliebten Marshall zu begegnen. Mein Herz hat wie wild geklopft, als ich ihm meine Eislaufkunst aufführen durfte. Und ich konnte kaum glauben, dass ich ihm wirklich begegnet bin. Es war alles wie im Märchen. Dann beim Erinnerungsfoto habe ich mir sogar seinen Arm gegriffen und mich bei ihm eingehakt. Um sicherzugehen, dass es kein Traum ist, habe ich vorsichtig seine Kleidung befühlt. Ich habe noch nie im Ausland gelebt, aber wer weiß. Auf jeden Fall gibt es in dem Land, in dem ich lebe, nichts, was mir fehlt. Mein Land ist das Beste. Ein Land, das sich wie kein anderes von der Welt abschottet. Wie in einen Wahn nationaler Größe eingekapselt, leben die Nordkoreaner ohne Kontakt zur Außenwelt und Zugang zum Internet. Mit Propagandaliedern dauerbeschallt, von der Parteipresse manipuliert und unter engmaschiger Überwachung. Das repressive Regime hat die Bevölkerung nach Herkunft und Verhältnis zum System in 3 Kasten und 51 Untergruppen eingeteilt. Aufstiegschancen und Wohnsitz jedes einzelnen Bürgers werden danach bestimmt. Nur die loyalsten Genossen der Kernklasse, meist Parteimitglieder, Kriegshelden, treue Arbeiter, dürfen in der Hauptstadt mit ihrem hohen Lebensstandard wohnen. Das Läuten von Mobiltelefonen ist heute die Straßenmusik von Pjöngjang. 2 Millionen Anschlüsse, allerdings nur für Inlandsgespräche, sind bereits angemeldet. Und hunderte von Autos, vom Mercedes bis zum Eigenbau Frieden, hupen im Stau auf den... Wir brauchen eine für jedes Drehmotiv auf unserer 2-wöchigen Reise. Dutzende mehrfach abgestempelte Papiere müssen unsere Aufpasser den lokalen Behörden jedes Mal vorlegen. Die Aktentasche lassen sie nicht eine Sekunde aus den Augen. Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Solche Bilder sind unseren Aufpassern peinlich. Treibstoffmangel lähmt auf dem Land jeden Verkehr. Auch die Handarbeit der sogenannten Freiwilligen für das Voranschreiten der Revolution sollten wir nicht drehen. Das könnte rückständig wirken. Was wir tatsächlich nicht festhalten konnten, die zahllosen militärischen Checkpoints auf dem Weg in die erstarrte Welt der Provinz. Neben ausgelaugten oder erodierten Böden, Dünger- und Pestizidmangel ist die unzureichende Mechanisierung ein Hauptgrund für schwache Ernten. Tolima, 1000 Meilen Pferd heißen die nordkoreanischen Traktoren. Doch davon gibt es selbst in der Modellreiskooperative von Sariwon, knapp 60 Kilometer südlich von Pjöngjang, nur wenige. Ich übernehme die Verantwortung für den Reistopf des Landes und mache dem General damit eine Freude. Wir sind eine vorbildliche Einheit der Mechanisierung und können dem General berichten, dass wir im Jahr entsprechend seinen Anweisungen 10 Tonnen Reis pro Hektar ernten. Wenn es stimmt, ist das eine glückliche Ausnahme der Planwirtschaft. Denn nach wie vor ächzen die Kooperativen unter unerfüllbaren Vorgaben und korrupten Kadern, die Teile der Ernte abzweigen. Hunderttausende Menschen starben in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, als Überschwemmungen und vor allem Misswirtschaft eine Hungerkatastrophe auslösten. Heute gibt es nur noch in wenigen Regionen mangelernährte Kinder, weil die Bauern inzwischen Hausgärten bepflanzen und auf Märkten Überschüsse verkaufen dürfen.
So auch die 62 Jahre alte Kim Thun-ae. Es gibt nichts auf der Welt, worum wir andere beneiden. Wir leben in einem sehr guten Haus, ohne etwas zu bezahlen. Und weil ich und mein Mann fleißige Arbeiter waren, bekommt jeder vom Staat 600 Gramm Reis pro Tag. Ich war sehr stolz darauf, als Hebamme Kinder auf die Welt zu bringen, die später Wissenschaftler und Helden werden sollten. Und nachdem ich meinem Mann hierher gefolgt bin, wurde ich zur stolzen Bäuerin, die den Reistopf des Landes füllt. Heute bekomme ich Unterhalt vom Staat als verdienstvolle Person. Reis gab es während der Hungerperiode nur in den Schüsseln von Parteikadern. Auf dem Esstisch waren Klebreiskuchen, gedämpfte Reisbällchen, süße Bohnenpaste und sogar Fleisch. Ihre Enkel sollen an das Schlaraffenland Nordkorea glauben. Doch das Hungertrauma lebt weiter. Und auch das Imperialistenfeindbild, das dem Regime als Sündenbock dient. In den 90er Jahren, zur Zeit vom Marsch des Leidens, haben wir unter der Verschwörung der Amerikaner, die uns mit einer Lebensmittelblockade bedroht hatten, so sehr gelitten und gehungert. Doch schließlich, in der inneren Überzeugung, vereint zu siegen, wenn unser General bei uns ist, haben wir die große Not überstanden. So haben wir es geschafft, weil der General und das ganze Volk, wir alle, zu einer einzigen Familie geworden waren. Ich will eine fleißige Wissenschaftlerin werden, die dem Marschall Respekt entgegenbringt. Unserem Marschall wünsche ich, dass er lange gesund bleibt. Du Blödkopf. An dem Tag, als der geliebte General unser Haus betrat, fühlte ich mich, als ob ich meinen leiblichen Vater getroffen hätte, der seine verheiratete Tochter zu Hause besuchte. Der General lobte, dass ich und mein Mann das Haus schön eingerichtet haben und war sehr erfreut. Er erkundigte sich auch nach der Methangasanlage, äußerte sich positiv über unser Türschild und besichtigte sogar den Hasenkäfig. Der geliebte General hat mich gefragt, ob der Fernseher gut laufe. Dann sagte er, also du als Bauer schaust jeden Tag Fernsehen, und lachte sehr herzhaft. Hoch lebe unsere menschenliebende Partei. Ohne hier zu drehen, dürfen wir nicht weiterfahren. Das Museum der Modellkooperative. Wie Reliquien sind Objekte verwahrt, die der ewige Führer und der geliebte Führer bei ihren Besuchen berührt haben. Oder auf denen sich des Führers Blick im Laden der Kooperative gesenkt hatte. Militärlastwagen, mit Holzvergaser angetrieben. Auch ein Tabu für unsere Kamera. Auf nächtlichen Satellitenbildern ist Nordkorea ein schwarzes Loch. Bedrohung durch Armut, Krieg und Unglück. Im Alltag soll der Juche-Glauben Zuversicht und Motivation bieten und möglichen Unmut eindämmen. Dennoch fliehen jährlich Tausende Nordkoreaner über die chinesische Grenze. Und es werden immer mehr. Als heiliges Land des Juche-Gläubigen erstreckt sich im Südosten das Kumgangsan, das Diamantgebirge. Seelenlandschaft aller Koreaner, hart und lieblich zugleich, wie sie sich selbst sehen. Lang lebe die Juche-Ideologie. Unser Ziel ist hoch. Weisheiten des erleuchteten Führers sind überall im Granit verewigt. Wallfahrt als Prämie für loyale Bürger, wie die Mitglieder dieser Brigade aus Pyongyang. An den Gipfeln des Kumgangsan kulminiert das Nationalgefühl der Nordkoreaner. Jahrzehntelang wurde ihr Land von China dominiert und zuletzt von Japan kolonisiert. Noch bis vor kurzem stillen Straßen. Ein kultureller Wandel ist dennoch fern. Verehrungsritual am Gründungstag der Partei der Arbeit. 6 Jahrzehnte Isolation und Indoktrinierung haben die Bevölkerung in eine riesige Sekte verwandelt.
Epizentrum des nationalistischen Führerkults ist das Mansudae-Monument. Sozialismus ist nur die Verpackung dieses Systems, das auf der konfuzianischen Familientradition basiert. Wie ein Patriarch seinen Kindern, so gibt der ewige Führer seinen Untertanen Halt innerhalb der Großfamilie Nordkorea. Ihre Bindung zu ihm soll noch stärker sein als die zu ihren eigenen Eltern. Er ist erleuchtet, er ist unfehlbar, er ist allwissend, gottgleich. Dem Führer haben die Nordkoreaner bedingungslos zu gehorchen. Das Volk ist der Körper und er das Gehirn der Nation. Überall lauern Spitzel. Es ist strafbar, auf Fotos Füße und Kopf der Statuen abzuschneiden und sie von hinten aufzunehmen. Ebenso wie sich nicht ausreichend tief, ehrfürchtig und lange zu verbeugen. Juche, Eigenständigkeit, heißt die Heilslehre des nordkoreanischen Systems. Sie propagiert die Verteidigung der nationalen Ehre und Souveränität. Balsam auf die Seele eines lange unterdrückten Volkes. Uniformität innen wie außen. Maximal 5 cm lang an der Schädeldecke dürfen die Haare der nordkoreanischen Genossen sein. Und bei Älteren maximal 7, um nicht als konterrevolutionär und westlich dekadent zu gelten. Darauf achtet die Leiterin vom Tanggang Won-Salon Ri In-Soon. Bei uns gibt es beim Herrenfriseur gewöhnlich diese Schnitte. Kurze Haare, längere Haare. Doch Nordkoreaner allgemein tragen ihre Haare möglichst kurz, sodass man schön gepflegt und sauber aussieht. Uns Nordkoreanern sind unordentliche Haare zuwider. Wir mögen den adretten Stil und dazu passen eben keine wilden Haare. Nur die Frisur, die einen frischen und leidenschaftlichen Geist ausdrückt, die lieben die Leute. Deshalb nennt man uns auch das weiße Volk. Und dabei steigt das Interesse an Schönheit mehr und mehr. Denn wir wollen immer kultivierter und gepflegter aussehen. 27 Jahre schon arbeitet die Meisterfriseurin Ri Hui-ran im Schönheitssalon. Nach einem gelungenen, produktiven Tag herzukommen, um sich zu pflegen, gilt für die nordkoreanische Frau als Tugend. Mein Wunsch? Die Haare der vom großen Marschall geschätzten und geliebten Frauen, die ja die Räder der Revolution vorwärts schieben, so hübsch zu frisieren, dass der große Marschall stolz auf sie ist. Nach dem obligatorischen andächtigen Tribut an den Führerstatuen, Volksfest im Muranbong Park. Gesang und Feste fördert das Regime als Ventil und sozialen Kitt, solange sie Juche-konform sind. Westliche oder südkoreanische Musik zu hören, kann sogar zu einer Strafe in einem Arbeitslager führen. Jedes Jahr kommt die Diplomatenfamilie Kwon am Stadthügel zum traditionellen Picknick zusammen. Als wohlhabende Städter können sie sich zusätzlich zum staatlichen Verteilungssystem auf kleinen privaten Märkten versorgen. Mag sein, dass wir heute noch nicht so weit sind, aber bald werden wir das beste Land der Welt sein, da bin ich mir sicher. Denn Volk und Marschall sind zu einem Herz und einer Seele zusammengewachsen. Wenn er befiehlt, opfern wir uns sofort, ohne zu zögern, für den Fortschritt unseres Vaterlandes. So viel Leidenschaft tragen wir in uns und die treibt uns voran. Wir werden noch das erste und beste Land der Welt. Zur Zeit vom Marsch des Leidens, der Hungersnot, konnten wir nicht mal ein Bonbon essen. So sind wir aufgewachsen. Aber in Zukunft werden wir sicher nicht nur Bonbons, sondern alles zum Leben bekommen.
Der Führer unseres Landes besichtigt sogar die Kindergärten und begutachtet dabei Kinderbetten und Spielzeug, Stück für Stück. Auf der ganzen Welt gibt es keinen Führer wie ihn, auch nicht in der gesamten Menschheitsgeschichte. Das bedeutet, dass er auch die kleinen Kinder als wichtig erachtet. Denn unsere Kinder haben eine große Zukunft vor sich. Als Erzieherin weiß ich, dass unsere Kinder, die gerade erst geboren sind, schon die glücklichsten Menschen auf der Welt sind. Auch wenn man von anderen Kindern sagt, sie seien glücklich. Sie sind nicht mit unseren Kindern zu vergleichen. Kommen Sie in ein paar Jahren noch mal her. Dann werden Sie sehen. Die Realität heute? Stromausfall wieder einmal. Schlangen an den Haltestellen. Bilder, die wir beim Verlassen der Hauptstadt heimlich drehen. Jeder nordkoreanische Bürger, der von seinem Wohnbezirk in einen anderen reisen möchte, benötigt eine Sondergenehmigung. Die Spaßmaschinerie im Herzen von Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang. Brot und Spiele für ein eingesperrtes Volk. Jeden Abend drängen sich die Massen im Kaesŏnju Wonje, einem der 28 Vergnügungsparks in Nordkorea. Der Despot Marschall Kim Jong-un hat seinen Landeskindern Spaß verordnet. Hier als Ordnerin arbeiten zu dürfen, empfindet An Jong-soo als Privileg. Unser großer General und geliebter Marschall Kim Jong-un hat uns diesen Vergnügungspark geschenkt, damit sich das Volk von der täglichen Arbeit oder dem Studium erholen kann und am nächsten Tag bereit ist, wieder eine gute Leistung zu erbringen. Da unser Volk, wie man sieht, ein so glückliches Leben genießt, ist unser System offensichtlich das Beste der Welt. Seit 60 Jahren wird den Nordkoreanern eingetrichtert, ihr Land sei das glücklichste der Welt. Daran zu zweifeln ist verboten. Nordkorea ist aus unserer Zeit gefallen, weil der Staatsgründer Kim Il-sung Christi Geburtstag durch seinen eigenen für den Beginn des Kalenders ersetzt hat, leben die 24 Millionen Einwohner im Jahr 102. Der große Vater der Nation ist über seinen Tod hinaus offiziell noch der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Korea. In einer Einheit mit seinem Sohn, dem geliebten Führer Kim Jong-il, ist der ewige Führer mit über 30.000 Statuen und doppelt so vielen Bildern als Ikone allgegenwärtig. Der dritte in der Dynastie, Marschall Kim Jong-un, will erst nach Ablauf der Trauerzeit um seinen Vater abgebildet werden. Mitarbeiter des Kulturministeriums haben den Auftrag, uns nie aus den Augen zu verlieren. Ausländische Journalisten sind im Überwachungsstaat Nordkorea unerwünscht. Erst nach Monaten erhalten wir eine der seltenen Drehgenehmigungen. Keinen Schritt dürfen wir außerhalb der vom Ministerium festgelegten Route machen. Nicht einmal einen Spaziergang ohne Begleitung. Selbst hier in Pjöngjang, wo ihre Familien leben, ziehen die Aufpasser in unsere Hoteletage ein. Das sollen wir drehen. Das Lichterspiel der aufpolierten Innenstadt, das der Welt Modernität präsentieren soll. Und das dürfen wir nur mit Sondergenehmigung drehen. Das Freizeitcenter Gold Lane. Brot und Spiele für die alte und die neue Elite. Mitglieder der Nomenklatura und Geschäftsleute, die durch Handel manchmal... Verehrungsritual am Gründungstag der Partei der Arbeit. 6 Jahrzehnte Isolation und Indoktrinierung haben die Bevölkerung in eine riesige Sekte verwandelt. Epizentrum des nationalistischen Führerkults ist das Mansudae-Monument. Sozialismus ist nur die Verpackung dieses Systems, das auf der konfuzianischen Familientradition basiert. Wie ein Patriarch seinen Kindern,
So gibt der ewige Führer seinen Untertanen Halt innerhalb der Großfamilie Nordkorea. Ihre Bindung zu ihm soll noch stärker sein als die zu ihren eigenen Eltern. Er ist erleuchtet, er ist unfehlbar, er ist allwissend, gottgleich. Dem Führer haben die Nordkoreaner bedingungslos zu gehorchen. Das Volk ist der Körper und er das Gehirn der Nation. Überall lauern Spitzel. Es ist strafbar, auf Fotos Füße und Kopf der Statuen abzuschneiden und sie von hinten aufzunehmen. Ebenso wie sich nicht ausreichend tief, ehrfürchtig und lange zu verbeugen. Juche, Eigenständigkeit, heißt die Heilslehre des nordkoreanischen Systems. Sie propagiert die Verteidigung der nationalen Ehre und Souveränität. Balsam auf die Seele eines lange unterdrückten Volkes. Uniformität innen wie außen. Maximal 5 cm lang an der Schädeldecke dürfen die Haare der nordkoreanischen Genossen sein. Und bei Älteren maximal 7, um nicht als konterrevolutionär und westlich dekadent zu gelten. Darauf achtet die Leiterin vom Tanggang Won-Salon Ri In-Soon. Bei uns gibt es beim Herrenfriseur gewöhnlich diese Schnitte. Kurze Haare, längere Haare. Doch Nordkoreaner allgemein tragen ihre Haare möglichst kurz, sodass man schön gepflegt und sauber aussieht. Uns Nordkoreanern sind unordentliche Haare zuwider. Wir mögen den adretten Stil und dazu passen eben keine wilden Haare. Nur die Frisur, die einen frischen und leidenschaftlichen Geist ausdrückt, die lieben die Leute. Deshalb nennt man uns auch das weiße Volk. Und dabei steigt das Interesse an Schönheit mehr und mehr. Denn wir wollen immer kultivierter und gepflegter aussehen. 27 Jahre schon arbeitet die Meisterfriseurin Ri Hui-ran im Schönheitssalon. Nach einem gelungenen, produktiven Tag herzukommen, um sich zu pflegen, gilt für die nordkoreanische Frau als Tugend. Mein Wunsch? Die Haare der vom großen Marschall geschätzten und geliebten Frauen, die ja die Räder der Revolution vorwärts schieben, so hübsch zu frisieren, dass der große Marschall stolz auf sie ist. Treibstoffmangel lähmt auf dem Land jeden Verkehr. Auch die Handarbeit der sogenannten Freiwilligen für das Voranschreiten der Revolution sollten wir nicht drehen. Das könnte rückständig wirken. Was wir tatsächlich nicht festhalten konnten, die zahllosen militärischen Checkpoints auf dem Weg in die erstarrte Welt der Provinz. Neben ausgelaugten oder erodierten Böden, Dünger- und Pestizidmangel ist die unzureichende Mechanisierung ein Hauptgrund für schwache Ernten. Tolima, 1000 Meilen Pferd heißen die nordkoreanischen Traktoren. Doch davon gibt es selbst in der Modellreiskooperative von Sariwon, knapp 60 Kilometer südlich von Pyongyang, nur wenige. Ich übernehme die Verantwortung für den Reistopf des Landes und mache dem General damit eine Freude. Wir sind eine vorbildliche Einheit der Mechanisierung und können dem General berichten, dass wir im Jahr entsprechend seinen Anweisungen 10 Tonnen Reis pro Hektar ernten. Wenn es stimmt, ist das eine glückliche Ausnahme der Planwirtschaft. Denn nach wie vor ächzen die Kooperativen unter unerfüllbaren Vorgaben und korrupten Kadern, die Teile der Ernte abzweigen. Hunderttausende Menschen starben in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, als Überschwemmungen und vor allem Misswirtschaft eine Hungerkatastrophe auslösten. Heute gibt es nur noch in wenigen Regionen mangelernährte Kinder, weil die Bauern inzwischen Hausgärten bepflanzen und auf Märkten Überschüsse verkaufen dürfen. So auch die 62 Jahre alte Kim Thun-ae. Es gibt nichts auf der Welt, worum wir andere beneiden. Wir leben in einem sehr guten Haus, ohne etwas zu bezahlen. Und weil ich und mein Mann fleißige Arbeiter waren, bekommt jeder vom Staat 600 Gramm Reis pro Tag. Ich war sehr stolz darauf, als Hebamme Kinder auf die Welt zu bringen, die später Wissenschaftler und Helden werden sollten.
Und nachdem ich meinem Mann hierher gefolgt bin, wurde ich zur stolzen Bäuerin, die den Reistopf des Landes füllt. Heute bekomme ich Unterhalt vom Staat als verdienstvolle Person. Reis gab es während der Hungerperiode nur in den Schüsseln von Parteikadern. Auf dem Esstisch waren Klebreiskuchen, gedämpfte Reisbällchen, süße Bohnenpaste und sogar Fleisch. Ihre Enkel sollen an das Schlafenland Nordkorea glauben. Doch das Hungertrauma lebt weiter. Und auch das Imperialistenfeindbild, das dem Regime als Sündenbock dient. In den 90er Jahren, zur Zeit vom Marsch des Leidens, haben wir unter der Verschwörung der Amerikaner, die uns mit einer Lebensmittelblockade bedroht hatten, so sehr gelitten und gehungert. Doch schließlich, in der inneren Überzeugung, vereint zu siegen, wenn unser General bei uns ist, haben wir die große Not überstanden. So haben wir es geschafft, weil der General und das ganze Volk, wir alle, zu einer einzigen Familie geworden waren. Auch durch Schmuggel mit China, über Devisenverfügung und, etwa für eine französische Gesichtscreme, umgerechnet 140 Euro hinblättern. Allerdings, die Privilegierten dürfen nur mit Spielgeld zocken und den Gewinn allein im staatlichen Geschäft des Gold Lane ausgeben, während ausrangierte Kugeln des Erzfeindes USA auf der Bowlingbahn rollen. Brot und Spiele im neuen Glaspalast der Volkseisbahn. Sie soll die Dankbarkeit gegenüber dem Führer erhöhen. Sportler, so habe der junge Diktator verkündet, gehören nicht hierher. Diese Eisbahn stehe allein im Dienste des arbeitenden Volkes. Alle Interviewpartner wurden von unseren Aufpassern ausgesucht. So wie auch die Eislauflehrerin Park Geum-ji. Gefällt Ihnen unsere Volkseisbahn? Wie Sie sehen, fahren jetzt schon fast alle wie die Profis. Nach einem intensiven Arbeitstag wird man hier klar im Kopf und körperlich gestärkt, so dass man sich erfrischt weiter auf die Aufgabe der Revolution konzentrieren kann. Auf unserer Volkseisbahn ist sogar mein größter Wunsch in Erfüllung gegangen, dem geliebten Marshall zu begegnen. Mein Herz hat wie wild geklopft, als ich ihm meine Eislaufkunst aufführen durfte. Und ich konnte kaum glauben, dass ich ihm wirklich begegnet bin. Es war alles wie im Märchen. Dann beim Erinnerungsfoto habe ich mir sogar seinen Arm gegriffen und mich bei ihm eingehakt. Um sicherzugehen, dass es kein Traum ist, habe ich vorsichtig seine Kleidung befühlt. Ich habe noch nie im Ausland gelebt, aber wer weiß. Auf jeden Fall gibt es in dem Land, in dem ich lebe, nichts, was mir fehlt. Mein Land ist das Beste. Ein Land, das sich wie kein anderes von der Welt abschottet. Wie in einen Wahn nationaler Größe eingekapselt, leben die Nordkoreaner ohne Kontakt zur Außenwelt und Zugang zum Internet. Mit Propagandaliedern dauerbeschallt, von der Parteipresse manipuliert und unter engmaschiger Überwachung. Das repressive Regime hat die Bevölkerung nach Herkunft und Verhältnis zum System in 3 Kasten und 51 Untergruppen eingeteilt. Aufstiegschancen und Wohnsitz jedes einzelnen Bürgers werden danach bestimmt. Nur die loyalsten Genossen der Kernklasse, meist Parteimitglieder, Kriegshelden, treue Arbeiter, dürfen in der Hauptstadt mit ihrem hohen Lebensstandard wohnen. Das Läuten von Mobiltelefonen ist heute die Straßenmusik von Pjöngjang. 2 Millionen Anschlüsse, allerdings nur für Inlandsgespräche, sind bereits angemeldet. Und hunderte von Autos, vom Mercedes bis zum Eigenbau Frieden, hupen im Stau auf den noch bis vor kurzem stillen Straßen. Ein kultureller Wandel ist dennoch fern. Nach dem obligatorischen andächtigen Tribut an den Führerstatuen, Volksfest im Muranbong Park. Thank you.
Tanz, Gesang und Feste fördert das Regime als Ventil und sozialen Kitt, solange sie Juche-konform sind. Westliche oder südkoreanische Musik zu hören, kann sogar zu einer Strafe in einem Arbeitslager führen. Jedes Jahr kommt die Diplomatenfamilie Kwon am Stadthügel zum traditionellen Picknick zusammen. Als wohlhabende Städter können sie sich zusätzlich zum staatlichen Verteilungssystem auf kleinen privaten Märkten versorgen. Mag sein, dass wir heute noch nicht so weit sind, aber bald werden wir das beste Land der Welt sein, da bin ich mir sicher. Denn Volk und Marshall sind zu einem Herz und einer Seele zusammengewachsen. Wenn er befiehlt, opfern wir uns sofort, ohne zu zögern, für den Fortschritt unseres Vaterlandes. So viel Leidenschaft tragen wir in uns und die treibt uns voran. Wir werden noch das erste und beste Land der Welt. Zur Zeit vom Marsch des Leidens, der Hungersnot, konnten wir nicht mal ein Bonbon essen. So sind wir aufgewachsen. Aber in Zukunft werden wir sicher nicht nur Bonbons, sondern alles zum Leben bekommen. Der Führer unseres Landes besichtigt sogar die Kindergärten und begutachtet dabei Kinderbetten und Spielzeug, Stück für Stück. Auf der ganzen Welt gibt es keinen Führer wie ihn, auch nicht in der gesamten Menschheitsgeschichte. Das bedeutet, dass er auch die kleinen Kinder als wichtig erachtet. Denn unsere Kinder haben eine große Zukunft vor sich. Als Erzieherin weiß ich, dass unsere Kinder, die gerade erst geboren sind, schon die glücklichsten Menschen auf der Welt sind. Auch wenn man von anderen Kindern sagt, sie seien glücklich. Sie sind nicht mit unseren Kindern zu vergleichen. Kommen Sie in ein paar Jahren noch mal her. Dann werden Sie sehen. Die Realität heute? Stromausfall wieder einmal. Schlangen an den Haltestellen. Bilder, die wir beim Verlassen der Hauptstadt heimlich drehen. Jeder nordkoreanische Bürger, der von seinem Wohnbezirk in einen anderen reisen möchte, benötigt eine Sondergenehmigung. Wir brauchen eine für jedes Drehmotiv auf unserer zweiwöchigen Reise. Dutzende mehrfach abgestempelte Papiere müssen unsere Aufpasser den lokalen Behörden jedes Mal vorlegen. Die Aktentasche lassen sie nicht eine Sekunde aus den Augen. Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Solche Bilder sind unseren Aufpassern peinlich.